dann machen wir erstmal die Tür wieder auf und gucken, wo das Fenster hinführt. Habt ihr das auch gerade gehört? Das war doch jetzt... War das nicht so ein Knurren von so einem Monstrum? So einem richtigen fiesen Monster? Hallo? Okay. Okay. Ist anscheinend nichts gewesen. Dann gucken wir jetzt einfach mal, was hier so ist. Untersuchen. Also, Lilly, wo bist du hingelaufen? Wo ist sie hin? Okay, Flashback. Hallo? Ich kann nicht... Was zur... Noch ein Signal. Gut. Ich komme, Kleines. Halt einfach durch. Das ist... Wo bist du? Okay. Herr Junger schreibt, was traust du Kidman etwa nicht mehr? Nein. Einfach nein. Kidman hat uns so verarscht. Was kommt denn jetzt auf... Was seid ihr denn? Leck mich am... Nee. Mach, nee. Was sind denn das für Viecher? Wo sind sie? Ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Gott! Was ist denn das eigentlich für ein Signal hier schon wieder? Toter Mobius, operativer Schießpulver, was? Ich kann hier nicht durch, ich muss... Was? Wie kann ich hier außen rumlaufen? Oh, mach nicht sowas. Okay. Können wir nicht nehmen, Medikit? Das können wir nehmen, okay. Dann können wir auch wieder ein Crowd nehmen. Immer wichtig. Die ganzen Utensilien. Dann gucken wir mal weiter. Wo geht's jetzt hin? Ey, da ist schon wieder so... Nö, Freunde, mach doch nicht so. Ist doch nicht schön. Da ist wieder so ein... Mit... Die mich wieder anbrüllt und... Nee. Das bin auch keiner. Kann ich hier rüberklettern? Nein, ich kann nicht darüber klettern. Ah, da ist ein Kraut. So, wir gucken mal ganz kurz. Das Haus ist da hinten. Nimm doch mal das Gerät in die Hand. Okay, nimm das Gerät halt nicht in die Hand. Oh, hier oben ist noch ein Kraut. Ich dachte, da wäre jetzt hier irgendwie was Neues zum Abhören gewesen, aber ich... Okay, nee, da gehen wir nicht. Aber das war doch jetzt... Also, Lilly war doch jetzt hier hinten gewesen, oder nicht? Also, bitte nicht... Was war das? Bitte nicht in dem Haus. Ey, warum kann ich denn jetzt die Taste nicht mehr drücken? Ich möchte... Kann ich hier rein? Hallo? Oh, du Werkstatt? Okay. Also hier gibt's wieder Loot. Die wir mitnehmen können? Nägel. Diese langen Edelstahlnägel werden normalerweise auf dem Bau verwendet und eignen sich perfekt
Als Schrapnelle. Mit diesen Komponenten, ja, da weiß ich ja jetzt schon, was wir mit diesen Komponenten herstellen dürfen können. Das wird witzig. Also kommen wir hier auch raus über den Zugang hier? Also hier gibt es noch ein paar Utensilien, die wir natürlich mitnehmen werden. Ich komme hier aber nicht raus. Ja, dann machen wir Taschenlampe an. Vielleicht sehen wir jetzt ja mehr. Auto. Okay. Kann ich die Scheiben kaputt machen? Nee. Schade. Hier kann ich auch nichts aufmachen. Hä, warum kann ich denn hier rein? Ich muss doch eigentlich hier hin, oder nicht? Okay. Probieren wir von hinten reinzugehen. Können wir jetzt hier drüber irgendwie rein? Wir haben jetzt einfach eine riesen dicke Kette mit unserem Feldmesser. Easy peasy jetzt da so repariert, oder wie? Okay, und so kommen wir dann hier. Ah, okay, okay, okay. Klettern. Klettern ist angesagt, Freunde. Die Kiste schwebt auch einfach nur blöd rum. Auch cool. So, weil hier hast doch gerade irgendwer gehupt. Also du. Oder du. Ich brauche das dringender als du, Kumpel. Die Ketten durchgeschnitten, so sieht's aus, der Vater. Ich drück schon mal eh. Nee, Adi, 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 Adi. Haben wir gemacht? Jetzt nimm die Pistole. Okay. Oh! Überrascht sie ein. Handfeuerwaffe mit Laseroptik. Diese halbautomatische Pistole besitzt eine Laseroptik für mehr Genauigkeit für größeren. Wait. Wait. Waffe wechseln? Möchte gerne die da wählen? Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine bessere Pistole mit Laservisier und vor allen Dingen, er rödelt nicht die ganze Zeit so hin und her. Das ist natürlich sehr von Vorteil zum Zielen, gerade auf anderen Distanzen. Können wir dann jetzt unser Gerät wieder raussuchen hier? Wir müssen in die Richtung. Irgendwie. Okay, 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 okay. Also gehen wir hier erstmal wieder raus. Um dann weiter zu gucken, wo wir unser Signal herkriegen. Ja. Ey, warum, wenn ich G drücke? Warte mal, willst du mich jetzt hier kecken? G. 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 Ich drücke G wie so ein Hannes. G. Okay. Wir wissen, das ist dieses Haus. Ich kann immer noch nicht G drücken. Also kann ich das irgendwie anders auswählen? Dieses Resonanzding? Kann ich... Nee. Kann ich nicht anderweitig auswählen. Weil hier ist doch... Jetzt habe ich das einmal erwischt. Und dann habe ich so gespammt. Anscheinend hat das irgendwie eine Abklingzeit. Gut. Wenn es aber eine Abklingzeit hat, dann ist es erstmal Wurst. Weil dann gucken wir nämlich, dass wir erstmal wieder... Alter, das ist ja auch ein ganzer Weg, den wir hier runtergeradelt sind. Zu... dem Unterschlupf hier kommen. Das heißt, wir müssen einfach nur den ganzen Weg... Ja, nach unten rennen. Gut, dann machen wir das mal. Wir laufen jetzt die Straße hier komplett einmal quer runter, um unsere Sachen zu verbessern. Alles, was wir noch so nebenbei finden, wie zum Beispiel das da. Oder so ein Schlüssel. Nehmen wir natürlich alles mit. Hey. Wir sind schnell weg. Wir sind weg. Da vorne ist unsere Tür. Da gehen wir jetzt ganz schnell rein und verdünnisieren uns. Huhu! Okay.
Womit fangen wir an? Fangen wir mit Waffen an? Fangen wir mit unseren Fähigkeiten an? Oder womit wollen wir beginnen? Wir können ja erstmal mit den Waffen beginnen. Ne, wir haben jetzt ja die verbesserte Waffe bekommen. Die ich nicht verbessern kann. Das ist ja geil, ich kann nur meine normale Handfeuerwaffe verbessern. So, wir machen erstmal mehr Munition auf jeden Fall. Was ist das hier? Schaltet Stufe 2 Verbesserungen ein. Das sind 10 Schuss, 12 Schuss. Wir machen mal nochmal 8 Schuss. Hochwertige Waffenteile. 2 Stück. Okay, krass. Verringert die Zeit zwischen den abgegebenen Schüssen für eine höhere Feuerrate. Ja, nee, ich glaube erstmal nicht. Die Nachladezeit, glaube ich, würde ich mal verbessern. Weil Nachladen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Ich weiß nicht, ob die wirklich noch schneller sein soll. Sie müsste einfach nur stabiler sein. Feuerkraft. Das kostet 90. Ja, ich werde ja wahrscheinlich perspektivisch mehr Pistolenmunition finden als Schrotflintenmunition wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Ich würde mal das noch mitnehmen und dann würde ich immer auf die Schrotflinte wechseln. Bei der Schrotflinte auch für mich wichtig, natürlich das Magazin. Und die Feuerkraft am Ende. Ja, die kann ich natürlich jetzt nicht mehr machen. Die Nachladezeit, könnten wir auch uns mal angucken. Ja, kommen wir auch mal Nachladezeit noch dazu. Ja. Ja, das gefällt mir. Jetzt können wir uns nämlich hier wunderbar hinsetzen. Wir haben 11.800 grünes Gel. Ach du Scheiße. Sehr angenehm, so die Türen aufzumachen. Ja. Kann, muss, nicht. Sie haben etwas mitgebracht. Einen Schlüssel? Alter, komm doch nicht so um die Ecke. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Okay. Na los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Ja, jetzt ist die Frage, welch? Wie viel haben wir denn hier? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir haben 8 Fächer. 8 mal 4. 36? Richtig? Nee? Doch? Nee? 32. Und wir haben 2 Schlüssel. 32, genau. Das heißt, es gibt auch 32 Schlüssel. Wir könnten also alle Fächer aufkriegen, wenn wir jeden Schlüssel finden. Gut, fangen wir mal mit oben links an, würde ich sagen, oder? Ja, 32, aber ich weiß. Mich, Tata. Okay, wir haben nochmal Schießpulver gefunden und... Ja, der Erste-Hilfe-Kasten. Den wir nicht mitnehmen können, weil wir sind voll. Okay. Gut, dann werden wir mal gucken, was unsere Fähigkeiten so mit sich bringen. Weil wir wollten ja ein bisschen auf Gesundheit gehen. Für 1500. Genau. Ich würde mal gucken, was noch der Kampf bringt. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Ich habe keine Zielhilfe an. Würde ich mich verarschen? Okay, was haben wir noch bei List? Was ist das denn? Flaschen in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du sie in die Umklammerung deines Gegners lösen kannst. Funktioniert bei Angriffen. Das ist ja cool. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche, sodass Gegner langsamer Verdacht schöpfen. Das finde ich auch gut. Gut und wichtig. Du kannst Schleichangriffe aus der Ecke, aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Das ist natürlich auch schön. Gibt es sowas auch wie Ausdauer? Athletik bestimmt, ne? Steigt das Maximum der Ausdaueranzeige. Ja, 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 ja. Ausdauer. Steigt das Maximum der Ausdaueranzeige für 3000. Nehmen wir mit. Und Regeneration wäre auch noch nicht schlecht. Für 4000. Nein. Verdammt. Gut. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände nutzt. Ja. Auf jeden Fall. Boah, das kostet alles zu viel jetzt. 3000. Ja, jetzt kostet alles wieder 3000. Okay, das heißt also, wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen verbessert. Genau, hier hinten war nämlich die Resonanz unserer Tochter.
Jetzt ist die Frage, wollen wir hier diese Nebenmission erstmal machen, die Abtrünnigen, oder wollen wir erstmal die Hauptmission weiterverfolgen von unserer Tochter, die wir suchen? Oder wollen wir uns hier mal den Möbius-Transporter anschauen? Ich würde mal sagen, wir würden mal mit dem Transporter anfangen. Oder? Weil ich glaube, an den Transporter gab es doch laut dem Techniker Munition. Und oder Waffen. Glaube ich. Gibt es hier noch irgendwie Bösewichter? Also ich weiß... Okay. Waffe? What the f... Okay. Ich wollte gerade sagen, meine Tastenkürzel funktionieren ja nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob die wirklich noch funktionieren oder nicht. So, wir schleichen uns mal sneaky an, um den hier weg zu ballern. Also sneaky, ja, natürlich. Silent Kill. Aber wie war die Taste jetzt? F, Schleichangriff. Alter Junge, mach doch nicht... Oh ja, wieder grünes Glibber um unsere Fähigkeiten. Aber was hat der denn hier gemacht mit der Axt? Dem geht's wohl nicht ganz gut. So, wieder Mülleimer durchsuchen. Ne? Man weiß ja nie. Munition und so. Oder Teile. Ich kann hier nicht sneaky, sneakmäßig einfach hier rüberklettern. Was ist denn das für ein Blödsinn? Warte mal, kann ich den hier irgendwie drücken? Was hier? Oh Gott. Schieben können. Nee, kann ich nicht. Ah, okay. Gut, dann rein. Nicht. Dann gehen wir halt weiter. Ich muss mal das Game noch ein bisschen für euch lauter machen, fällt mir gerade mal ein. Kann ich hier einfach mich dran vorbei Sneakerino machen? Ohne dass ihr irgendwie geil auf mich seid? Geht das? Ja, das geht, ne? Das wollte ich nicht. Okay, also der eine hat einen Molotov-Cocktail auf jeden Fall am Start. Sie hier, die nette junge Dame. Das könnte, okay. Irgendwer sieht mich, irgendwer sieht mich, wer sieht mich? Keiner sieht mich, okay, 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 okay. Okay. Easy. Ist hier noch jemand? No. Okay. So, und hier sollte es geilen Loot geben. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Oh, wir haben unsere Armbrust. Voll. Jetzt geht's los. Jetzt können wir nämlich Armbrustbolzen herstellen und können nämlich damit, genau, Hüder-Armbrust benutzen. Zielen, spannen, schießen, Bolzentyp. Die meisten Bolzentypen der Hüterarmbrust dienen als Annäherungsminen, nachdem sie auf eine Oberfläche abgefeuert wurden. Meine Güte. Sebastian löst keine Annäherungsminen aus. Das ist gut zu wissen. Wenn du einen Bolzen der Hüterarmbrust auf eine Oberfläche abfeuerst und sich genau gegenüber eine weitere Oberfläche befindet, erschaffst du einen Stolperdrahtfalle. Ein roter Laser beim Zielen zeigt dir an, wo der Stolperdraht entsteht. Schockbolzen. Oh, es gibt ja mehr. Diese Armbrustbolzen erzeugen elektrischen Strom, der von Gegner zu Gegner überspringt. Das ist gut. Die daraufhin betäubt und manchmal zu Boden geworfen werden. Du kannst damit auch auf defekte Verteilerkästen oder Wasserpfützen schießen, um besondere Umgebungseffekte zu erzielen. Schockbolzen können durch Kombination von Sicherung und Schießpulver hergestellt werden. Das ist gut zu wissen. Okay, aber wir können ja wahrscheinlich noch ein paar Schockbolzen... Oh! What? Was passiert? Ja. Also muss das jetzt, oder... No, 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 no! Hat er mich jetzt gesehen? Nee, 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 der sieht mich nicht, ne? Der ist hier, Okay, wir gucken ganz kurz mal erstmal in unser Inventar, damit wir
Nee, warte mal, das war falsch, das war ein falscher Knopf. Warte, Bolzentyp. Wie war denn das jetzt? Wir können den auf die 3 packen, richtig? Genau. Und irgendwie hat sich auch bei mir meine Tastenkombination haben sich hier geändert, meine Steuerung. Warte mal kurz, wir müssen mal ganz kurz nochmal in die Steuerung rein. Sehr, sehr, sehr gut. Dann nehmen wir jetzt die 3 aus. Kannst du dich bitte umdrehen? Alter, du siehst so fies aus. Okay. Also der Schockbolzen, der gefällt mir schon mal. Oh, ich muss weg. Ich muss ganz schnell weg hier. Oh, das war nicht gut. Ja. Oh, ich hab nicht mehr so viel Ausdauer. Oh, leck mio, das war knapp. Lad mal schnell nach. Okay. Wir haben es hinbekommen. Oh, da ist wieder ein grünes Glibber. Hi. Was? Oh, Schießpulver nicht. Was ist denn das? Was ist denn... Warum? Nein. Ich wollte doch... Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Mann! Ich will Ihnen doch nur zuhören. Das ist doch, kann doch wohl nicht so schwer sein, oder? Okay. Okay, das wiederholt sich nur. Okay, wir kriegen uns ein, James. Ich weiß leider Gottes nicht immer, welche Tasten wir jetzt drücken müssen, damit das Ganze sauber funktioniert. Oh, hier haben wir noch mal ein paar Nägel. Was ist das denn hier? Lol. Alter! Was ist das? Okay. So, dann komm mal her hier, mein Freund. Okay, warte. Ich habe keine Munition mehr. Das sieht nicht gut für mich aus. Oh, für ihn auch nicht. Wie war nochmal... Ah, Taschenlampe V. Klar, Taschenlampe V. Logisch. Okay, wir können hier durch den Zug. Jetzt ist die Frage, wo sind wir überhaupt? Oh, wir sind ganz links. Woher? Wir könnten ganz links hingucken, ob wir denn da zur Resonanz von unserer Tochter kommen. Das wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Gucken wir mal. Oh, Tasche. Verbessert. Ey, Pistolenmunition. Noch mehr mitnehmen. Sehr gut. Jetzt. Was war das? Jetzt würde ich mich über... Lol. Wir sind doch gerade hier durchgegangen. Wieso ist denn jetzt hier eine Falle? Und wer hat die Falle da hingebaut? Und ich... Ey, ist das jetzt euer Ernst? Ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Ich muss durch diese Falle gehen? Aber kann ich die normalerweise nicht... Hallo? Entwerfen? Geht das? Ich kann ja auch noch nicht mal drüber hüpfen. Ich kann nicht drunter durchlaufen. Ich muss die ja auslösen. Ein Foto. Oh no. Ja. Ich hoffe, er hat davon ein Foto gemacht. Das war mal... not so bad. Wo kommt denn jetzt die Kamera auf einmal her?
Also, nee. Erschreckt mich doch nicht so. Okay, also hier haben wir jetzt nur die Munitionstasche gefunden. Weil der ja schon mal mega ist. Was? Wo kam die denn auf einmal her? Hä? War hier nicht gerade so ein Durchsuchen-Dings? Doch, da. Oh, was haben wir denn da gefunden? Oh, ein paar Waffenteile. Ah, guck mal, wir könnten die hier zur Ablenkung, könnten wir die da anmachen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ne? Kannst du ein bisschen Musik anmachen, machst du Ablenkung und dann kommen die da alle hin. Hat er jetzt gerade einen Stein gefunden? So, wo sind wir? Oh, wir sind noch ein bisschen weiter weg. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen näher rankommen. Ein bisschen schneller rankommen. Okay, warte, müssen wir hier rein? Kannst du hier bitte... Ich kann hier nicht rüberspringen. Nein. Sehr ruhig. Okay. Also, hier ist er. Warum rennt sie denn dahin? Was macht sie denn? Okay, durchsuchen. Ja, Spurenfährten. Spuren lesen. Super. Okay. Oh no, Blutfleck. Blut. Ein paar Tage alt. Hoffentlich nicht Lillys. Ja, ja. Okay, jetzt läuft sie da weiter. Währenddessen holen wir uns mal hier kurz das Pflänzchen. Und da bin ich doch gerade... Alter, was für ein Matrix-Move der Typ. Wirklich, wenn ich gerade abschieße, wenn ich... Also... Alter. Das war jetzt echt fies, Freundchen. Das fand ich nicht gut. So, wir verstecken uns mal kurz hier. So. Okay. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Was war das denn bitte gerade für ein Dodge-Move, den er da gemacht hat? So, hier sieht's gut aus. Hier. Hier irgendwo? Ja, nein, vielleicht? Da. Okay, komm. Lilly, wo bist du? Warum rennst du denn jetzt in die Richtung? Hallo? Aus? Gott sei Dank. Läuft nach da? Um denn wieder nach da? Egal. Wir laufen hier mit. Nimm den noch mit. Sehr, sehr gut. Warum sollte ich mir jetzt das Auto angucken? Also warum? Sie hat sich hier wohl versteckt. Tolles Spiel, habe es echt durchgesuchtet damals. Ja, das... Gucken wir auch uns gleich an. Sie muss in dem Lagerhaus sein. Ja. Kluges Mädchen. Da gibt es bestimmt viele gute Verstecke. Es könnte auch eine Falle sein. Also, bin ich ehrlich. Und wir haben keine Munition. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben keine Munition, Freunde. Aber vielleicht jetzt, vielleicht finden wir hier ein bisschen... Ja, ein bisschen Munition. Oh. Also ohne Munition ist, glaube ich... Nicht so einfach. Oh, da war noch ein bisschen Geglibber. Wenn wir uns das auch nochmal kurz geben... Für unsere Fähigkeiten. Haben wir hier noch was? Irgendwas im Bus? Oh, wir könnten den Bus zur Ablenkung nutzen. Okay. Ha.
Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen, ne? Hat er nicht gesehen. Viel cooler fände ich jetzt, wenn man die Bolzen danach auch wieder einsammeln könnte. Das wäre nice. Shit. Okay, er bleibt da, wo er ist. Nope. Okay, komm, wir nehmen uns mal hier die Munition. Kann ich hier den Bolzen mitnehmen? Nein, ich kann den Bolzen nicht mitnehmen. Okay, müssen wir jetzt hier Jump and Run Action machen oder Ölfass umtreten? Das ist auch gut. Oder kommen wir einfach so ins Lagerhaus? Ich gehe von aus, wir müssen da oben rein. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da oben hin? Also da ist die Tür. Da rein. Anderweitig klettern geht ja nicht. Okay, aber hier liegt noch ein bisschen Munition rum. Also Munition werden wir erstmal nochmal vorsichtshalber einsammeln. Auch wenn die hier die ganze Zeit rumrennen. I don't know. Oh, warte mal, hier haben wir noch was Schönes. Sehr schön. Ha! Das ist die Frage. Können wir jetzt einfach hier so... Aber das wird mir ja nichts bringen. Wenn ich jetzt hier hochkletter? Ne, ich will nicht runterklettern, ich wollte raufklettern. Aber da kommen wir ja nicht rauf, okay. Kommen wir denn hier irgendwo rein? Wie zum Beispiel hier. Mist. Die Türen brauchen wieder Strom. Vielleicht führt diese Leitung zu einer Stromquelle oder so. Mach den Generator an, oh no. Kann ich nicht einfach mit so einem Bolzen einfach da drauf schießen? Oh, warte mal, hier ist er. Oh ne, hier ist jetzt voll. Würde das nicht gehen? Also könnten wir das nicht so? Hä? Okay. Die führt jetzt dahin. Was kann ich jetzt damit machen? Als Maul. Wenn ich hier nicht durchschieße? Oh. Ja, nun, kletter da rüber. Achso, hier rüber kann er nicht klettern, okay. Na dann warte mal kurz. Lad mal kurz die Schrotflinte nach. Hast du? Hast du? Hast du? So, und für euch, komm ruhig da runter. Leute, das hat nicht geklappt. Okay, dann halt so. Burn, baby, burn. So. Also, wir müssen auf jeden Fall da zum Generator. Um diesen dann anzumachen. Was natürlich bestimmt sehr leise sein wird. So wie ich mein Glück kenne. Also warte mal, wir können jetzt aber die Munition hier wieder mitnehmen. Zack. Hallo? Keiner da. Sehr gut, sehr gut. So, die haben sich jetzt hier gefreut. Okay, cool. So, jetzt können wir hier nämlich dann den Strom anmachen und dann können wir da drüben das Ding nämlich bedienen. Das sollte jetzt funktionieren. Ja, das... Hoffen wir mal. Yes! Können wir die auch wieder zumachen? Gap. Hallo? Ich. Nein. Lilly! Oh, sie geht automatisch zu. Scheiße. Ja, also. Ist mir lieber, Lilly? Als wenn die von hinten auf einmal auf uns hier Lilly losgerannt kommen. Okay, hier haben wir noch eine Sicherung. Equilibrium. Lilly, das kam von oben. Okay, okay. Was war das? Ist hier gerade jemand durchgekommen? Okay, gut. Wir gehen durch. Wir können nicht durch.
Können wir denn hier rüberklettern? Geht das? Nein. Ach, kletter doch. Nein, geht also. Ah, warte mal. Was war das denn jetzt für ein Hinweis? Untersuchen. Wir untersuchen jetzt das Brett. Hier muss sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch. Ich hätte jetzt... Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Ich hätte die Axt bestimmt genommen. Geht's ihr gut. Ich muss sie nur finden. Da liegt einfach so ein Arm. Da liegt, oh, klar, liegt einfach so ein Arm. Und ein Bein. Okay. Na, hier ist noch wer. Hallo, Mister. What do you do? Hä? Du läufst doch in die falsche Richtung, Freundchen. Wo bist du? Hä? Wo sind wir? Okay. Also ist es jetzt überhaupt richtig, dass wir den verfolgen? Müssen wir überhaupt hier durch? Oder könnten wir auch einen anderen Weg nehmen? Das werden wir herausfinden. Wir werden die Lösung. Die Leiter müssen wir wahrscheinlich nehmen. Das war jetzt nicht so schön von ihm, muss man auch ganz klar sagen. Aber wir haben okay reagiert. Aber wirklich nur okay. Gut, Leiter hoch. Ab zu Lilly. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Lilly noch da oben ist, aber... Man weiß ja nie. So, kann ich hier nochmal reingucken? Nee, kann ich nicht. Aber hier kann ich. Oh ja. Und hier können wir uns Schockbolzen. Wunderbar. Wo ist das denn? Hochwertige Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserungen freizuschalten. Das finde ich nett. Und für die nächsten Waffen bräuchten wir 100. Ich würde das noch zurückhalten. Ich würde das noch nicht machen, Freunde. Ich würde das noch nicht machen. Vor allen Dingen haben wir hier noch eine Spritzendings. Da habe ich natürlich gewusst, ne, dass wir da darauf verzichten können. Und jetzt haben wir noch einen Bericht. Bericht Nummer 00654. Kerndislokation. Betreff Infrastrukturbericht. 15:01 Uhr. Seismische Triggerereignisse in diesem Nachmittag. Systemprüfung beachte Abkopplung des Kerns zutage. Notfallteam für vorläufige Erkundung entsandt. Bericht kurz vor Kontaktabbruch an Möbius Zentrale geschickt. 1932. Kern konnte nicht ausfindig gemacht werden. Geringfügige zeitliche Dislokation, jedoch keine größeren strukturellen Schaden. Einwohner stellen erste Fragen per Telefon. 18:03 Uhr, Kern noch immer offline. Geringfügige Risse bilden sich im Bereich um das Rathaus. Einwohner bleiben noch ruhig, doch was? Doch Unbehagen wächst. Verlust der Atmosphärenkontrolle. Temperatur fällt zunehmend. 23 Uhr. Erneute seismische Triggerereignisse. Riss beim Rathaus nimmt kritische Ausmaße an. Abtrennung steht unmittelbar bevor. Okay. Wenn der Kern nicht wiederhergestellt wird, Möbius Alpha Team ist eingetroffen und unterstützt die Suche nach dem Kern. Oh, ja, das hört sich aber super an. Auch so richtig safe. Muss man mal auch sagen. So, hier gibt's noch ein... Tür zum Eingang. Noch eine Puppe? Aber wo ist Lilly? No. Okay, davon können wir jetzt nichts nehmen, weil wir haben natürlich die Munition komplett aufgeladen. Nehmen wir jetzt die Puppe mit? Okay. Wo ist sie? Also, wo ist das? Oh no. Wer verfolgt sie denn da? Der Typ? Wer ist das? Wer soll das sein? Wer ist er denn? Der sieht ja komisch aus. Ja,
nee, mach das noch nicht so früh. Wart noch ein bisschen ab oder so. Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Verdammt! Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Okay. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg finden. O'Neill. Ob ich ihm trauen kann? Ja, auf gar keinen Fall. Will er genauso sehr hier raus, wie ich Lily finden will. O'Neill, Sebastian hier. Können Sie mich hören? Mist, ausgerechnet jetzt. Vielleicht funktioniert es draußen. Oh Gott, auf dem Weg nach draußen passiert doch wieder irgendwas, oder? Okay, hier kann ich nicht hochklettern. Okay, na gut, dann versuchen wir mal wieder zu unserem Unterschlupf zu kommen. Zu unserem guten O'Neill. Zu unserem Techniker. Der verblüffende Ähnlichkeiten mit mir hat, muss man dazu sagen, ne? Also, gleiche Frisur, trägt eine Brille. Trägt sogar so eine Brille, wie ich früher mal getragen habe. Ist mir mal letztes Mal schon dazu aufgefallen. Was genau passiert jetzt da? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Was? Ho, 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 ho. Was zur Hölle? Okay. Wo sind wir jetzt auf einmal? Sind wir bei dem nächsten Foto oder was? No. Wer ist denn das? Randall Fick. Also mit G geschrieben, ne? F-I-G-G. Nicht, dass er jetzt hier was anderes oder Falsches von mir denkt. Kommen wir jetzt hier wieder rein? Und kann ich den irgendwie anfassen? Nee. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Mach mal die Taschenlampe. Oh, Taschenlampe ist sogar schon an. Oh, okay. Smile for me. Entscheidend. Da bist du ja. Thunfisch. Aber wo ist Lily? Er darf nicht nochmal entkommen. Ja. Und er ist natürlich unsichtbar, oder was? Was passiert jetzt? Hey! Sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Was seid ihr denn jetzt für Geschöpfe hier? Wow, 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 wow. No, 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 no. Drück doch einfach ab, Alter. Ich drück 5000 Mal die Scheiß-Taste und er drückt nicht ab. Es ist doch. Komm, schieb doch auf einmal her. Wo ist der andere? Fuck. Lal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 
leben noch? Ich meine, sie leben noch. Gut. Konnten sie den Kern finden? Nein. Aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Ja. Das ist es. Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Okay. Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay. Bin unterwegs. Ah, da. Ey, es ist jetzt euer Ernst. Jetzt spawnen da die ganzen... Ja, und jetzt natürlich auch wieder die Dinger. Und... Logo. Es wäre auch zu einfach, wenn man einfach da lang rennen könnte. So, wir looten jetzt erstmal hier nochmal kurz durch. Weil, ne, wir wollen ja auch nichts liegen lassen. Na dann, gucken wir, dass wir zu unserem Techniker wieder zurückkommen, damit er uns erklärt, wie wir da hinkommen. Okay, wir sind doch schneller angekommen bei uns zu Hause, als ich dachte. Und vor allen Dingen auch ohne Zwischenfälle. Muss man ja auch dazu sagen, ne? So, O'Neill. Nee, da will ich nicht hin. Ich will zu unserem Ansprechpartner. Erstmal schön die Tür auftreten. Hallo, O'Neill. Lass uns mal reden. Gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? Ja. In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Mhm. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Hä? Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Portale? Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und Sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden Sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, hä? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss, was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? Gasmaske. Nur mit dieser Maske gelangst du durch die gasgefüllten Bereiche in Mark. O'Neill war so nett und hat dir eine brandneue Maske besorgt, sodass du nicht die Maske eines Toten tragen musst. Ist jetzt die große Frage, wo hat denn er diese brandneue Maske her? Aber gut, wir nehmen sie mit. Gasmaske halten, Kapitel 4. Hinter dem Vorhang. Okay, also wir saven erstmal. Ganz, finde den Eingang zum Mark im nördlichen Unterschlupf zum Rathaus zu gelangen. Wo soll denn der bitte sein? Nördlicher Unterschlupf. Da. Okay. Oh, ich weiß, wo das ist. Oh, da bin ich letztes Mal nicht reingekommen, weil mir da diese Bolzen fehlten. Okay, aber da, das dürfte easy sein, oder? Also wir speichern erstmal. Also. Save. Hier können wir jetzt nochmal ein paar Utensilien mitnehmen. Finde ich sehr gut. Sehr gut. Nehmen wir hier alles mit. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Stimmt, wir haben ja auch noch hier unsere Lootbox. Hier, genau. Ja. Gut. Gut, dass in dieser Lootbox nichts drin ist. Wie sieht's denn aus mit unserem Leben? Leben haben wir noch nicht voll, also werden wir uns erstmal noch ein schönes Käffchen-Tässchen gönnen, um uns wieder aufzuleben. Ich finde, wir haben berechtigte Fragen. Ja, die haben wir. So, dann sind wir wieder voll geheilt. Da würde ich einfach mal glatt sagen,
auf geht's Richtung nördlichen Punkt. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Also ich bin ehrlich, ich werde jetzt da hinrennen. Vorher werde ich mir aber nochmal ganz kurz das Gebäude da angucken. Kann ich hier einfach rein? Lol. War ich hier schon mal drinne? Mal blöd gefragt. Oder ist er komplett niegelnagelneu und ich muss hier vielleicht später hin oder so? Gott, was ist denn jetzt hier los? Achso, mein Fenster ist noch offen, deswegen. Oh, null. Was ist das denn? Eine Info? Eine Information. Willkommen in der Union-Broschüre. Was? Willkommen in Union. Achso, willkommen in Union-Broschüre. So. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadt-Charme und modernem Komfort. Umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfache Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Wunderschön. Wir haben hier eine schöne Broschüre haben wir jetzt hier gefunden und hier kommen wir nicht durch. Okay, das heißt, wir können uns wirklich nur in diesem Vorraum erstmal nur aufhalten. Was ja auch okay ist. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Und wir sprinten hin. So, zack, zack, zack. Okay, ja, dann müssen wir da nach rechts und so. Und dann geht's weiter. Okay, cool, 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 cool. Ja, wir können hier sneaky-technisch mal uns den ganzen Kladderadatsch mal kurz angucken. Also da hinten müssen wir hin. Kann ich mit dem Bolzen dieses Monster, was wir da ganz hinten rechts in der Ecke sehen, was diese wunderschöne Aura hat, diese, ne? Kriege ich die mit einem Bolzen? One Hit. Also, sind die durch? Oder brauche ich da wieder 20 Bolzen? Ist halt die Frage. Oh, lol. Das ist ein bisschen gecheatet, muss man ja sagen, ne? Wenn man jetzt hier so zielt. Kriege ich den Kopf getroffen? Oder warten wir, bis er wieder vom Auto hier vorne steht? Ich würde sagen, wir warten, bis er wieder hier vorne steht, oder? Und ich hoffe, dass er sich gleich nicht mehr so viel bewegt. Ja, ja, ja. Okay. Die erste Bolzen hat schon mal gesessen. Also er sieht mich noch nicht, weil ich bin ja versteckt. Oh, so halb versteckt. Ich war nicht ganz versteckt, aber ist ja auch egal. Der ist jetzt weg. Richtig? Oh ja. Nice. Hat mich ja nur 3 Bolzen gekostet. Irgendwo höre ich da noch einen hier. Ach, da hinten die Dame. Okay. So, aber mit den Bolzen. Wir brauchen jetzt nämlich den Strombolzen. Damit wir den da nämlich aktiviert bekommen. Genau. So. Glibber mitnehmen, nicht vergessen, ganz wichtig. Und der Bolzen ist on. Wir nehmen mal vorsichtshalber hier kurz die Pistole. Ich dachte, da steht gerade einer. Die Pistole in die Hand. Genau das habe ich mir nicht gedacht. Okay. Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Kapiert? Nein, 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 hier ist nicht alles dicht. Was hast du? Gänsehaut durch nur wegen diesem blöden Lachen, ey. Könnten wir das Tor wieder schließen? Also, gäbe es die Möglichkeit? Oh, no. Oh!
Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Kidman! Stimmt, die haben wir ja auch noch. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte, der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte, ja, er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer! In Beacon steckte meine Tochter nicht fest! Okay, beruhig dich. Richtig. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, nein. Etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Okay. Ach, ja. Also wir haben jetzt hier diesen wunderschönen Rechner, wo wir dann zu das Mark-Betrieb irgendwie. Wir können hier nochmal saven. Haben wir dann noch andere Möglichkeiten? Oh, warte mal, da ist noch was Schönes. Okay, wir haben also full life sind wir. Wir haben hier noch... Ich hab mich gerade... Ey, dieser Spiegel. Der hat mich gerade komplett nochmal... Oh, Bericht Nummer 00122. Rekruten. Betreff. Anwerbung und Moose Center. Die Anzahl der Bewerber über die Moose Center hat der medizinischen Tests überstiegen. Habe ich das gerade falsch vorgelesen oder hört er sich irgendwie falsch an? Nochmal kurz. Die Anzahl der Bewerber über die Moose Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der Moose Center als von der Steuer befreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallace, Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige STEM-Kandidaten. Moose Center-Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Möbius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein. Ich empfehle daher, die Anwendung über Moose Center zu Möbius Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Okay. Also wir suchen Leute, die einfach, die keine Family haben, die keinen Bock mehr auf irgendwas haben und damit halt keine Vermisstenanzeigen gestellt werden. Beziehungsweise, ja, sie das da nicht machen müssen. So, Käffchen hätten wir hier noch. Was haben wir hier vorne noch? Was ist das denn? Rauchbolzen. Diese Ambrosbolzen setzt um die Einschlagstelle herum eine Rauchwolke frei. Manchmal ist es ein heimlicheres Vorgehen eine bessere Wahl als eine offene Konfrontation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen oder einen Schleichangriff auszuführen. Das Verbessern deiner Rauchbolzen an einer Werkbank kann dir die Möglichkeit verschaffen, Gegner im Wirkungsbereich mit einem Schleichangriff auszuschalten. Rauchbolzen können durch Kombination von Rauchpulver und Schießpulver hergestellt werden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gucken wir uns jetzt erstmal kurz an, was wir hier so Feines auf dem PC haben. Genau, wir müssen zu das Mark-Betrieb. Wir müssen das Ding hier ermitteln. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Okay. Jetzt sind wir... Okay. Andere Welt. Und nochmal. Oh, das ist so ein Teleporter. Okay, ich verstehe. Oh Gott. Damit kann ich mich quasi zwischen den Ebenen hin und her teleportieren. Eieieiei, das könnte ja spaßig werden. So, warte mal, haben wir denn hier auch alles nachgeladen? Ne, haben wir nicht. Na, schaut mal an. So, jetzt haben wir alles nachgeladen. Wo sind wir hier? Suche im Markt nach Ausgang B2, um zum Rathaus zu gelangen. Okay, B2.
Das ist BC03. BD03? Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Also er sieht nicht gut aus. Toter Möbius operativ Schießpulver. Okay. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Nein. Würde ich sagen. Was hat er denn dafür? Achso, das sind die Zeichen. Ich würde gerade sagen, was hat er denn für Zahlen an seinem Handschuh? Aber nee, das sind ja diese Zeichen. Von Möbius. Okay. Eine Blutlache. Hallo? Jemand da? Noch mehr Blut? Irgendwas in den Kisten? Was uns interessieren könnte? Oder in den Schubfächern? Medikit? Okay, Medi haben wir schon alles voll. Ah, da liegt ja auch noch einer. Uha. Okay, na dann gucken wir doch mal, was hier passiert ist. Oh Gott, okay, E-Mail. E-Mail, Wachstum von Union. An alle zuständigen Personen. Von Operativ Wraith. Betreff Wachstum von Union. Dank des Erfolgs des Move Center Anwerbungsplans wächst Union schneller als vorausgesetzt. Die Produktion der Stem-Wannen wurde erhöht. Die Erweiterung von Union wurde skizziert, für das Rendering eingeplant. Hallo? Achso, es geht nicht weiter runter. Aufgrund der Einwohnerzunahme muss die Union-Umgebungskarte um 50% erweitert werden. Neben neuen Wohngebieten wird ein Landwirtschafts- und eine Industriezone hinzugefügt, um Arbeitsplätze für neue Bewohner zu schaffen. Okay. Irgendwas können wir hier noch untersuchen. Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Okay, ist gar nicht mal so klein. Und hier haben sie auch nochmal so ein Stadtgebilde skizziert. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. Nee, das ist gar nicht mal so klein. Das stimmt. Oh, mal gucken. Bin gespannt. Da ist auch schon jemand. Was? Sind hier irgendwelche Maschinen angegangen? Warum? Ja, muss jetzt los. Viel Glück und gute Jagd. Ciao, Stevie. Danke dir. Okay. Was sind wir hier? Warum ist der Server an und alle anderen Server sind aus? Who knows? Who knows? Wir... Warum ist der jetzt wieder ausgegangen? Was war das? Okay, hier kann ich nicht durch. Schade. Ich dachte, ich kann da durch, aber nee, kann ich nicht. Hallo? Okay, da liegt einer. Und ich gehe mal davon aus, dass da unten ganz viele sind. Ganz, ganz viele. Oh. So, das Tor kriege ich auf, wenn ich... Ist das die... Ach, das ist dahinter. Ah, okay, verstehe. Das heißt, wenn ich den jetzt hier nehme, erstmal nachladen... den jetzt da reinziehe, dann habe ich eine Abkürzung, richtig? Richtig! So, mal ganz wichtig, nachladen. Nachladen. Okay, hier haben wir alles nachgeladen, hier ist auch alles nachgeladen. Okay, safe. Sehr gut. Okay, also hier finden wir mit diesem...
Bei diesem Tool finden wir auf jeden Fall auch noch andere Sachen. Oh Gott, zum Glück ist die Tür zu. Ich bin mir nicht sicher, ob der hier wirklich tot ist. Sind jetzt noch andere wach geworden? Nee, ne? Hallo? Okay. Hätte ja sein können, dass wir jetzt, weil wir so laut waren, dass da jetzt Action kommt. Bei denen hier drüben. Den könnten wir eigentlich auch schon mal clearen. Oh, Junge. Hier komme ich nicht rein, ne? Nope. Okay, na dann gehen wir runter. Und dann kümmern wir uns mal um die Resonanz. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann es ja mal versuchen. Wir können es ja mal versuchen, so sieht's aus. Ah, jetzt, okay. Notfallabriegelung aufgerufen. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgerufen. Bitte warten, System wird neu gestartet. Ja, klar. Das ist hier um die Ecke. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Oh Gott, oh Gott. Notfallabriegelung in der Sicherheitsanlage aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Hm? What? What the fuck? Leck mich am! Leck Gott! Komm her, Schrodi! Ei. Das war jetzt nicht. Das war's hoffentlich. Ja. Muss Munition sparen. Ja. Systemdurchstand abgeschlossen. Notfallabriegelung vollständig aufgehoben. Okay, 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 okay. Die Tür geht nur auf. Oh Gott! Das war jetzt nicht schön. Schön ist auf jeden Fall anders. Wer ist hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Dann gucken wir nochmal in den anderen Raum nach. Was wir da noch so Feines finden. Hier gibt es nochmal Schrotflinten-Munition. Hier gibt es auch noch mal ein paar Kleinigkeiten. Okay, okay, okay. Loot ist immer gut. Da sehe ich mich. Oh, das war jetzt aber gerade... Ein bisschen aufregend. Ein bisschen spannend. Aber okay. Okay, hier kommen wir nicht durch. Und hier runter... sollten wir vielleicht nicht gehen. Gut. Dann geht's auf... Wobei, warte mal. Da oben waren wir ja noch nicht. Stimmt. Vielleicht haben wir ja hier oben auch noch was Schönes. Wie zum Beispiel Munition. Das gefällt mir. Was ist das? Kann ich das öffnen? Ach nee. Gut, dann haben wir hier nochmal Waffenteile. Okay, okay, okay. Also das heißt, wir können auf jeden Fall als nächstes mal unsere Waffe sowie auch unsere Stats verbessern. Das wäre natürlich richtig nice. Und jetzt gucken wir mal. Schrotmunition. Okay. Wir suchen immer noch B2. Ne? Also B2 ist immer noch unser Ausgang, damit wir zum Rathaus kommen. Über verschiedene Teleporter. Okay, hier ist auch nichts. Gott, dieser Geruch. Okay, und hier sind wir im Zugangstunnel. Oh Gott, wir könnten hier runterklettern. Wer will das? Also, wer will denn diese... Also...
Wer will schon freiwillig da baden gehen? Okay, jetzt wird abgepumpt. Okay, finde ich cool. Ah, ich verstehe. Ich muss jetzt hier nach unten, damit ich da drüben das da öffnen kann, um... Ah, okay. Verstehe. Das heißt, wir klettern jetzt hier einmal runter. In der Hoffnung, dass uns jetzt hier nichts Schlimmes erwartet. Ich hoffe. Ich möchte jetzt hier nicht überrascht werden. Mit irgendwelchen... Viechern, die jetzt sagen, ja, wir sind hier. Bitte nicht. Oh, no. Okay, wir könnten jetzt direkt die Leiter hier nehmen. Wir haben hier aber noch ein bisschen Schrotflintenmunition, die wir natürlich mitnehmen wollen. Sehr gut. Wo kommst du denn jetzt auf einmal hin? Du warst doch gerade eben noch nicht da. Mann! So, warte mal, hast du was fallen lassen? Glibber zufällig? Nee, Cheesepulver. Aber auch Cheesepulver, wichtig, damit wir Munition herstellen. Ja, wir müssen immer alles mitnehmen, was wir so in die Finger kriechen. Jetzt ist die Frage, müssen wir wirklich... Also, wir machen mal das Tor hier vorsichtshalber auf, falls wir nämlich dann quasi irgendwann mal nochmal hierher müssen. Damit wir müssen ja anscheinend immer hin und her wechseln. Ne? Also, sind wir mal ehrlich. Dieser Raum sieht verdächtig böse aus. Das ist also das schlimme Gasleck. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Genau, jetzt sind wir in der First-Person-Geschichte. Na, das ist ja... In einem Irrgarten. Wunderbar. Ja, wo sind wir denn? Kann mir jemand verraten, wo wir jetzt gerade stecken? Also... Wir müssen ja zu 2B immer noch. So viel habe ich mir halbwegs gemerkt. Aber wo ist hier 2B? Block 39? Und wo sind wir? Egal, okay, wir sehen es endlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Oh no. Sind die denn? Oh, da hinten ist einer. Das ist ja, es gefällt mir gerade gar nicht. Das heißt, wir müssen so ein bisschen sneaky-meaky-mäßig vorgehen. Ganz kurz. Wir müssen mal in unser Inventar und wir müssen mal sagen, dass die Flaschen müssten wir mal vielleicht woanders... Kann ich die, 4. Auf die 4 packen wir die. Geh mal da gucken, damit ich mich von hinten anschleichen kann, damit ich dir jetzt direkt eins mit dem Messer in den Kopf packen kann. In den Kopf, habe ich gesagt, nicht in die Nieren. Oh. Okay. Sie ist auf jeden Fall weg. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Gibt es hier noch eine Überraschung? Wir gucken erstmal hier lang. Ne, okay, da gibt's nichts.
Ey, sowas auch jetzt sneaky hinzukriegen. Ah, ich weiß nicht. Ist manchmal nicht so einfach. Aber wir kriegen es hin. Chat, wir schaffen das. Oh no. Oh no. Oh, jetzt ist auch die große Frage, sollte ich jetzt wirklich immer alle ausschalten oder sollte ich einfach versuchen, mich dran vorbeizuschleichen? Ist das B2? Oh Gott, der Ausgang ist aber bestimmt nicht... Der ist nicht ready. Okay. Ein Elektroschloss. Ja, ja. Verdammt. Hab ich verstanden. Ich muss der Spur folgen. Dachte ich mir nämlich schon fast, dass wir nämlich... Dass wir nämlich den Kabeln folgen müssen. Um das Ding anzumachen. Habt ihr das gesehen? Wie groß das Viech ist? Da hinten. What? Wo kommst du denn her? Oh, man, oh, man. Oh, no, 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 no. Und vor allen Dingen, ich kann nichts an Waffen wählen. Also ich kann auch nicht mal meine Armbrustbolzen nehmen und sonstiges. Nix machbar. Die Bolzen machen doch aber gar keinen Funken oder so. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier hinkriegen soll. Da drüben geht's. Wie ist denn dein Petter? Nein, nein, nein. Hau ihr eins ins Gesicht. Und jetzt ganz schnell nimm die Füße in die Hand und auf geht's. Ich hoffe, dass sich in der Cutscene sich da nichts verbirgt. Was? Wollt ihr mich jetzt? Okay, warte mal, das sind nur zwei. Was gebracht. Ja, hoffe ich auch. Aber anscheinend ist das Viech nicht mehr geil auf uns, also finde ich gut. Ja, jetzt könnten wir gucken, ob wir einfach an ihm vorbeirennen. Maybe? Is it a plan? Der ist schon wieder. Ist schon wieder geil auf mich hier. Und mein Typ hat eine Ausdauer, die ist zum. Du mach doch auf! Nun geh doch da rein! Gott sei Dank! Scheiße auf die Maske, geh doch erstmal die Leiter hoch! Oh, da zieht er sich erstmal nur die Maske ab. Das ist so. Also. I don't know. Ob das der richtige Weg ist. Exit B2. Okay, cool, 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 cool. Hallo? Okay. Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Markt betroffen. Diese Dinger versuchen einzudringen. Ich brauche Hilfe. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugang. Okay, er braucht Hilfe. Können wir eigentlich, was ist denn nochmal gewesen? Nummer 8. 8 ist Heilung.
Aber ich lasse hier so viel Heilung liegen, ich kann mich auch mal full heilen. Auch wenn es denn eigentlich völlig schwachsinnig ist, aber... Lieber so anstelle von anders. Wo ist man hier? E-Mail, Erweiterung und Datenziele. An alle Operatives von Operative Pilgrim. Betreff Erweiterung und Datenziele. Aufgrund des Erfolges der neuen Anwerbungsaktion nähern wir uns unseren Datenzielen. Jeder Bewohner von Union erweitert die Speicher- und Verarbeitungskapazität des STEM um 100 Exabyte. Für die Aktivierung des drahtlosen STEM werden 2 Millionen Exabyte Speicher benötigt. Alter, ist gar nicht mal so wenig. Ausgehend von der prognostizierten Zunahme sollte dies in einigen Monaten der Fall sein. Ein drahtloses STEM sorgt dafür, dass keine kostspieligen STEM-Wannen mehr erforderlich sind und wir unser Ziel erreichen. Phase 2. Das vollkommene Eintauchen der Bevölkerung in den STEM. Die Einheitszerebralchips werden dazu dienen, Möbius Operatives zu identifizieren und vor dem Phase 2-Signal zu schützen, das über drahtlose STEM-Sender in alle Winkel des Planeten gesendet wird. Klar. Ist ja auch, macht man ja auch so. So, wir müssen B2, okay, B2. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur und auf der richtigen Seite. Okay. Hier geht's jetzt nach oben, da geht's nochmal lang. Wir gucken mal ganz kurz, was wir hier noch so finden. Was war das? Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Hallo? Ich bin ja da. Hier ist Watkins. Gut geht's. Was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Markt betroffen. Diese Dinger versuchen einzudringen. Ich brauche Hilfe. Auf dieser Seite sind wir sicher. Kommen Sie rüber. Geht nicht! Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Nebenriskieren. Dann fickt euch doch! Das würde ich sagen, ist die richtige Antwort gewesen, aber... Gut. Okay, das kann ich nicht zerschießen, schade. Weil manchmal kann man das ja so, ne? Dann öffnet sich dahinter was. Aber in diesem Fall, leider... Nein, aber wir können hier durch. Warum können wir hier durch? Hier könnten wir gucken, okay. Und was gibt's hier oben noch? Okay, cool. Ich komme gerade von meiner Hauptstory wieder komplett ab, weil ich hier einfach irgendwelche Gänge langlaufe. Mal wieder. Hört er sich jetzt aber gerade nicht so gesund an. Wo bin ich denn jetzt hier? Lol. Exit B2? Endlich komme ich hier raus. Ja, okay. Also, wir kommen zwar jetzt hier raus, aber... Was war denn der andere Ausgang dann? Dann muss ich leider Gottes nochmal zurück und dann muss ich nochmal kurz gucken gehen. Tut mir leid. Ja, also wir wollen ja hier auch nichts verpassen. Aber ich schau mal. Wir schauen mal. Wie von da sind wir gekommen. Hier geht's hoch. Was gibt es hier oben? Hallo? Okay, hier gibt es nochmal Versorgungskisten. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ein bisschen Munition, ein bisschen Waffenteile. Aber ich kann die nicht mitnehmen, verdammt. Dann nochmal ein paar Bolzen. Finde ich auch gut. Gut. Ist hier sonst noch was Schönes? Nee. Na gut, hat sich ja fast gelohnt und irgendwie aber auch nicht so richtig. Na gut. Gehen wir wieder zurück, damit wir aus B02 rauskommen, damit wir wieder beim Rathaus landen. Ja, um dass die Story weitergeht. Weil wir müssen ja jetzt zum Rathaus, um da die Resonanz unserer Tochter nochmal, glaube ich, oder war das jetzt unsere Tochter?
Ja, ne? Also die wurde ja dann dahin hingehend irgendwie, glaube ich, entführt oder so. Und wir müssen zum Rathaus. Und dazu müssen wir hier aus B2 raus, um uns jetzt da wieder rüber portieren zu lassen, damit wir im Rathaus landen. Was auch eine komische Technik ist, aber okay, wir nehmen es mit. Gut, schauen wir mal, was uns alles so im Rathaus erwartet. Ja? Snipp. Okay. Damit sind wir jetzt hier angekommen im Rathaus. Vielleicht, ja, nein, eventuell. Es sieht zumindest so danach aus. Wir werden mal vorsichtshalber speichern. Wir wissen nie, was passiert. Okay, damit haben wir jetzt einmal gesaved. Hier geht's nach oben. Hier könnte ich noch meine Stats aufmöppeln. Und klettern jetzt hier rauf. Und dann gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Beim Rathaus. Und ob wir unsere Tochter endlich mal finden. Wie eigentlich angedacht. Ich sag mal... Okay. Ach du Scheibenkleister. So, und das muss ich mir jetzt merken, dass ich hier hin muss, ja? Damit ich dann das wieder... Das Rathaus. Oh ja. Ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Und ich muss mir das merken, dass ich jedes Mal da hin muss, um wieder zurückzukommen. Ist es. Ah. Scheiße. Was zur Hölle ist das? What? Was ist denn jetzt? Ja, genau. Und nein, ja. Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wie soll ich denn das Rathaus betreten, wenn hier überall ist doch... Betritt das Rathaus. Waiting, what? Ja, warte nur, du Arschloch. Foto von Sebastian Castellanos. Der Kerl, der Lilly entführt hat, das muss er vor dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich zu erwarten. Was passiert hier? Okay, danke. Warum guckt mich da so... Ich beweg nichts. Der läuft von alleine. Warum läuft der jetzt? Was? Genau. That is not a good sign. Das sieht... Ja, jetzt ist sie wieder da, oder was? Nö! Warum? Ganz schnell. Kann ich wegrennen? Geht das? Geht das? Ich weiß nicht, wie kriege ich die denn jetzt hier weg? Also kriege ich die überhaupt weg? Also, funktioniert das, wie ich mir das so vorstelle, oder ist das jetzt Schwachsinn?
Komm mal her. Nein, 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 mach doch nicht so. Nein. Komm doch hier durch. Nein, sie kommt wirklich da durch. Lass mich in Ruhe. Wo ist sie? Ich hoffe, ich treffe jetzt da auch den richtigen Point. Okay, das ist ihr Scheißegal. Ich bin ehrlich, das ist ihr Kackegal. Schwachstelle, wie ich dich treffen muss? Alter, ich hoffe, ich hab dich jetzt nicht mehr so. Meine! Bleib liegen. Das würde ich mir wünschen. Oh Gott! Alter, die hat aber auch Munition gefressen. Das ist ja der Hammer. Habe ich jetzt überhaupt noch irgendwas an? Ja, ich habe ganze zwei Schuss. Nice. Oh, die gibt 5000 Glibber. Das ist natürlich schon mal richtig gut. So, nice. Auf geht's ins Rathaus. Lebst du noch? Junge, es sieht nicht gut aus für uns. Es sieht nicht gut aus. Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Harris. Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock, der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Okay. Ja, gut. Harrison Communicator. Vor seinem Tod hat Miles Harrison dir diesen Kommunikator gegeben. Offenbar kann damit der Stabilisierungsmeter eingeschaltet werden. Okay? Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Finde den im ersten Stock des Rathaus, okay. Da ist Blut. Der erste Stock im Rathaus. Okay. Lass uns mal ganz kurz... Erstmal kurz hier uns einen Überblick verschaffen. Warum ist hier schon wieder eine Kamera, Alter? Der Typ... Muss der andauernd irgendwelche Fotos machen? Das ist doch nicht normal. Da ist auch schon wieder eine Kamera. Ey. Der macht auch so ein bisschen Big Brothers watching you, huh? Der findet das anscheinend ganz toll, findet er das.
Okay. So, jetzt können wir wieder einen Teil nehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön nachladen. Wer weiß, wann wir es brauchen. Ah, guck mal, hier können wir speichern. Hier ist eine Werkbank. Die kann ich nochmal runter? Okay, wir saven erstmal vorsichtshalber, weil wir haben ja jetzt einen Bossfight geschafft. Ne? So, und wenn man einen Bossfight geschafft hat, dann muss man natürlich erstmal saven. Aber mich würde jetzt mal echt interessieren, was ist hier unten? Was ist das? Ich dachte, ich soll in die erste Etage und nicht in den Keller. Oh lol. Ich glaube, das kenne ich. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Okay. Gut. Gehen wir jetzt nach oben in die erste Etage. So. Und jetzt gehen wir weiter gucken. Why? Also, was ist mit diesem... Wir nennen jetzt mal Ruvik 2. Was ist mit ihm verkehrt? Oh Gott. Das ist seine Vorgehensweise. Er ist hier. Hat er auch einen Namen? Also außer, dass er gerne Fotograf spielt und hier irgendwie was in Szene setzt. Geht das auch irgendwie anders? Oh, okay. Geht nicht anders. Ich sag, und immer wieder ist diese dreckige Kamera von dem Typen, als ob der hier irgendwie... Weiß ich nicht. Paparazzi ist... Big Brother is watching you oder... I don't know. Ich weiß auch nicht, was seine Vorlieben sind. Warum er überall... Da ist auch schon wieder eine Kamera drin. Warum er überall Kameras aufstellt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, wir sind aber immer noch nicht in der ersten Etage, oder? Ah, okay. Das beantwortet meine Frage gerade. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch in die erste Etage. Warum sind wir da noch nicht? Okay, hier gibt's nichts. Gibt's denn hier noch irgendwie was? Okay, gut. Da ist auch schon wieder eine Kamera. Ey, der immer wieder mit seinen Kamera. Aber immerhin mal ein Horrorspiel mit ordentlich Bildern an den Wänden. Das ist richtig. Ja, also. Naja, gut. Weiß ich nicht. So ordentlich Bilder an den Wänden. Oh, schön. Guck mal. Schöne Landschaftsbilder in schwarz-weiß gehalten. Ach, wunderschön. Und dieses wunderschöne weiße Bild. Ach, was ist. Es gibt mir so viel. Okay. Was. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Was soll das denn? Ich sag, der Typ hat ein Anna Waffel. Noch eine Kamera. Irgendwie Hintergrundbild und... Ach so. Er hat dieses Bild nachgestellt, oder was? Für nur die Rosen. Ah. Was glänzt denn da so schön? Muss ich jetzt einfach die Rosen da platzieren? Ach, und das Collier wahrscheinlich. Weil sie hat ja hier so ein Collier an. Was hier nicht ist, was da aber liegt. Rosen. Obwohl diese Blumen wunderschön sind, ist irgendetwas seltsam an ihnen. Du hast das Gefühl, dass du bei den Dornen besonders vorsichtig sein solltest. Oh, mach den Bachelor. Auf jeden Fall. Smaragd-Halskette. In dieser teuren, aussehenden Halskette ist ein großer Edelstein eingearbeitet. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So, jetzt kann ich die noch drehen. So, muss ich die wahrscheinlich vor die Kamera drehen? Roundabout so. Jetzt wahrscheinlich hier die Blumen rein. Was ist das? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Als ob. Also, fällt ihm aber früh ein, dass ihm die Kamera sehr alt ist. So, ist doch ungefähr richtig, oder? Ja. Machen wir doch mal ein Foto. Let's take a picture. Kann ich jetzt hier noch irgendwie was machen?
Ach, fokussieren. WS. Was war das? Appreciate the art. Okay. Aber was ist hier gerade durchgehuscht? Hallo? Ich bin noch alleine oder nicht? Okay, hier können wir nicht rein. Hier können wir auch nicht rein. Ja, ist super, dass wir zurück können. Zum Glück habe ich mich gerade gar nicht erschrocken. Ja, ich auch nicht. So, was ist das? Innocent Gift. Okay. Was? Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, I don't know. Kann ich wieder raus? Danke. Gibt's hierzu auch nochmal einen Spruch? Nee. Schade. So, aber hier bestimmt wieder, ne? The Glory. Hey, irgendwas wird doch hier aktiviert die ganze Zeit. Und appreciate the art. Okay. Die Kunst würdigen? Ja. Schön. Wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Wie wär's mit nein? Was haben wir hier noch? Ein Zeitungsartikel? Artikel aus der Crimson Post. Weitere enthauptete Leichen gefunden. Laut KCPD wurde heute Morgen die Leiche einer Frau in Crimson City Park gefunden. Das Opfer wurde als Emily Lewis identifiziert. Eine aufstrebende junge Schauspielerin, die auch als Model arbeitete. Ihr Kopf wurde noch nicht gefunden. Okay. Doch nach Untersuchung der persönlichen Gegenstände am Fundort war eine zweifelsfreie Identifizierung möglich. Ich frage jetzt nicht wie, aber okay. Es handelt sich hierbei um den neuesten einer Reihe bisher ungelösten Mordfälle ähnlicher Art. Leutnant James Van Kirk von der Mordkommission des KCPD gab eine Pressekonferenz, auf der er unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigte, dass Crimson City das Jagdrevier eines Serienmörders ist. Emilys langjähriger Freund und Fotograf Stefano Valentini war von der Nachricht tief getroffen. Es ist schrecklich, was meinem begnadeten Model zugestoßen ist. Wenigstens konnte ich noch ihre Seele für immer festhalten, bevor sie zerstört wurde. Ja. Wenn das dein einziges Problem ist... Ich erinnere mich. Immer noch ungeklärt. Ja. Können wir jetzt hier wieder raus? Oder muss ich jetzt Creation the Art? Und hier komme ich auch nicht hin. Und hier komme ich nicht mehr zurück. Okay. Gibt es jetzt hier eine Reihenfolge, die ich einhalten muss? Hat einen Namen. Ist das... Meinst du, dass das unser Fotograf ist, den wir da im Zeitungsartikel hatten? Den Valentini? Also, ich hoffe nicht. Das ist Lily. Das ist unsere Tochter. Der Kerl spielt mit mir. What the... Ja. Hau dich ruhig. Ich habe eine Schrotflinte. Okay, vielleicht auch nicht. Hello? Ist jemand hier? Okay. Scheint er erstmal safe zu sein. Denke schon, Stefano. Ach, ist ja wunderbar. Das ist
natürlich. Immerhin ist es mein Werk. Tod, festgehalten auf Silbernitrat. Wie eine Fliege in Bernstein. Okay. Wunderschön. Nein. Kann ich hier irgendwas mit dem Bild machen? Kann ich... Jetzt hat sich hier noch was verändert, oder was? Euer Ernst? Ah, eine Tür geht auf. Nee, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Guck hierher, guck, 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 guck. Oh Gott, das wäre ja gar kein Raum für Stevie. Ja, also mit den Puppen hier. Ei, ei, ei. Wo bin ich? Jetzt muss ich Bilder herstellen? Oder wie? Wir gucken erstmal hier rein. Hier haben wir noch ein paar Werkzeugteile. Okay, okay, okay. Gut. Was haben wir jetzt hier? Foto eines ermordeten Mobius Operatives. Der Mobius-Agent im Foyer des Rathauses. Noch so ein eingefrorener Ausstellungsstück. Armer Kerl. Wenn er nicht schon tot war, bevor er von dort heruntergeworfen wurde, wird er spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt. Okay. Noch eins. Aber was hat er vor? Ja, ich weiß es auch nicht. Da ist was. Dahinter ist auch noch eine Puppe. Okay, das kann ich nehmen. Aber ich kann hier nicht durch. Hä? Dahinter ist doch nur ein Durchgang, oder nicht? Oder doch? Oh, ja, okay. Oder auch nicht. Kann ich hier wieder raus? Ah, okay. Layers of Fear Vibes. Da ist er. Ich kann ihn aber auch nicht abschießen, wa? Das ist der Typ. Wo ist er jetzt hin? Lass mich da rein! Okay. Ja, nicht. Aber das war doch ein eiskalter Headshot, oder nicht? Ja, ist klar. Jetzt müssen wir wieder runter. Ich dachte, wir müssen in die erste Etage, um diesen Transmitter zu stabilisieren. Oh, jetzt geht's doch schon. Jetzt geht's doch schon wieder in den Keller. What the? Okay, das ist schon alles von meiner Taschenlampe. Okay. Da ist der Kopf gewesen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was sind das für Dinger? Okay. Das sieht nicht gut aus. Aber ich habe noch meine Waffen. Okay, okay, okay. Solange ich noch meine Waffen habe, ist alles cool. Cool, 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 cool. Ich würde sagen, wir müssen durch diese Tür hier raus. Vorher lesen wir uns nochmal hier dieses handschriftliche Notiz. Auf einer ausgefallenen Karte steht in unordentlicher Schrift: Zu schön, um ungesehen auf die Straße zu ver... Zu schön, um ungesehen auf der Straße zu verrotten. Ich musste sie einfach ausstellen. Ich wünschte, ich könnte auch den Ruhm ernten. Aber es ist gut zu wissen, dass es hier weitere Künstler außer mir gibt. Klar?
Hey Junge, hast du nicht vorhin gesagt, dass du die Bilder toll findest? Also, mittlerweile sage ich... Nee, ach du, ja genau. Wie groß ist denn dieses Rathaus? Frage ich mich mal nach. Okay. Da, wo wir gestartet haben. Okay, gut. Gehen wir einfach wieder weg. Oh no. Wenn hier so viel Munition liegt und Heilung, heißt das doch nichts Gutes, oder? Also stimmt ihr mir dazu? Das ist doch hier Endboss-Szenario. Das muss der Emitter sein. Halt. Das soll der Emitter sein? Toll, ich freue mich. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Das klingt nach Verteidigungsmissionen, ja. Neustartsequenz eingeleitet. 90 Sekunden, jetzt ernsthaft, ich muss 90 Sekunden das Ding hier verteidigen. Geh doch mal weg. Und wir werden fotografiert. Sie haben so lange nach mir gesucht. Ja, wer bist du? Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Ich will auch keine Macht, ich will meine Tochter retten. Willst du mich verarschen? Es gibt noch jemanden, wesentlich würdiger. Oh Gott. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön. Aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Hey Junge, und du hast recht. Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Oh, verdammter Wichser! What? Was bist du denn schon wieder? Die macht ein Foto ohne Helm. Stopp die Aktivierung des Emitters. Okay, wait a second. So, now you are fällig. Wo bist du denn? Da bist du. Okay, das hat funktioniert. Ich muss nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Wo bist du denn? No! Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Nein! Nimm doch die Waffe, nimm doch die Schrotflinte, Junge! Ey, du kleines Mistviech. Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. Nein! Mach. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Wo bist du? Da bist du. Shit. Genau da reingeschossen. Sequenz in 40 Sekunden abgeschlossen. Ich renn weg. Ohne ihn doch nicht. Stell mal hier kurz Schrotflinte nachladen. Sequenz in 30 Sekunden abgeschlossen. Da bist du. Piss dich da runter, du. Sequenz in 10 Sekunden abgeschlossen. Lad mal.
Haben wir es geschafft? Okay. Er sieht richtig aus, oder? Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Oh, jetzt fängt er wieder an, mit Kidman zu telefonieren. Och Gottchen, das wird doch wieder nichts. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Ich wusste es. Letztes Mal war das genauso, ey. Ich muss Kidman informieren, dann war er in irgendeinem Bunker. Ich muss draußen telefonieren.